Hallo liebe Freunde von CryptoTV, heute ist einmal was ganz anderes angesagt. Wir haben da hinten die D05er hinten stehen. Das sind die Leute, die so mit Martin Sellner von den Identitären verwoben sind. Die da hinten nennen sich Patrioten. Meine, ich würde eher sagen, sie sind keine Patrioten, sind einfach nur irgendwelche kleinen Nazis und sonst nichts. Patrioten sind Leute, die was am Sonntag um 14 Uhr da auf dem Platz anzutreffen sind. Patrioten sind die, die am Montag um 19 Uhr am Residenzplatz anzutreffen sind. Aber die da hinten sind einfach nur Nazis. Ja, es ist so eine Zweigstelle von den Identitären, ganz klipp und klar. Der Martin Sellner spendet auch ganz viel Kohle da rein. Und man sieht, es sind nicht viele Leute, das ist schon mal ein guter Lichtblick. Dass man da die Nazis keinen großen Zulauf hat, das ist immer positiv zu werten. Ich werde da mal ein paar so Flyer verteilen. Da geht es um die Islamkarte, wo sie die Moscheen von den islamistischen Glaubensgruppen unlauter preisgeben haben. Sie einfach aufregen, ich meine, die glauben ja, wir werden islamisiert. Ich glaube nicht, dass wir islamisiert werden. Und das hat mit Glauben nichts zu tun, schon mit Wissen. Ich habe unzählige Freunde habe ich. Und mehr wie die Hälfte sind Ausländer. Und keiner von den Moslems habe ich jemals islamisieren wollen. Und es ist ganz normal, dass wir Moscheen oder von den muslimischen Glaubensrichtungen in Österreich haben. Weil nur weil sie in Österreich leben, müssen sie nicht gleich christianisiert werden, oder? Ich meine, wir haben jüdische Synagogen, wir haben hinduistische Tempel in Österreich, buddhistische Tempel haben wir in Österreich, Hare Krishnas Bewegungen, diverse christliche Sekten wie die Zeugen Jehova haben andere Tempel bei uns in Österreich. Also warum sollten nicht auch die Moslems andere Tempel haben dürfen? Weil wie gesagt, wollen wir sie jetzt christianisieren? Das war genau die Gegenseiten, wenn wir einer vorwerfen, dass sie uns islamisieren wollen. Und wie gesagt, mir hat noch niemand irgendwer islamisieren wollen. Somit schauen wir jetzt einmal zu den Leuten hin. Ich tue jetzt nochmal Pausenbrot schnell kurz wegstecken und dann sehen wir uns gleich wieder. Grüß euch. Servus. Hallo. Mein Name ist der Reuter Roman, ich bin vom Medienmagazin CryptoTV und ich hätte euch gerne mal eingeladen, mit euch mal so über das Thema Islamisierung zu reden, wo so eure Befürchtungen sind. Ich würde aber natürlich auch gern dagegen halten, weil ihr überhaupt keine Islamisierung in Österreich seht. Und da würde ich gerne mal, weil ich möchte nicht über Leute reden, die was ich nicht kenne. Ich rede erst mit den Leuten, bevor ich Berichte mache. Und da sind meine eigene Meinungen dafür sehr wichtig. Und da hätte ich gerne vor der Kamera aufgenommen für mein Medienmagazin und vielleicht können wir uns ja irgendwo treffen. Vielleicht kennt ihr es mir. Wo bist du? Sagst du, oder? Ja, natürlich. Okay. Ja, das Leben, weil das andere Leben. Wir sind halt aus Wien, also die Sprecher von uns. Wärst du da bereit, mal nach Wien zu kommen? Wie mitzumachen? Nach Wien zu kommen? Ich bin regelmäßig bei den Corona-Demos in Wien, habe die selber mitveranstaltet. Und sagen wir mal bitte dann, oder gib mir mal einen Flyer oder so, oder irgendeinen Kontakt, dann schreibe ich dir oder du mir oder so. Aber ich werde so extra wegen euch nach Wien sicher nicht kommen. Ich hab ja, wenn du mal da bist, dann kannst du dich ja melden, oder? Aber ich bin eigentlich nur wegen den Corona-Demo in Wien, weil das ist gerade unser Hauptproblem, was wir haben. Passt, danke. Ja, aber was sind denn so eure Befürchtungen? Wo seht ihr es Gründe zur Islamisierung in Österreich? Gründe? Gründe? Ja, ich sag's. Achso, ja, Gründe, okay. Ich sage mal so, ja. Filmst du? Ja. Wird das veröffentlicht? Ja. Okay, dann gehen wir irgendwo hin, wo ein schönerer Hintergrund ist vielleicht. Auf deinem YouTube-Kanal, oder? Ganz genau. Okay, passt. Naja, bis auf Rumble umsteigen müssen, weil YouTube mit der Hand zensiert. Okay. Das ist halt der Meinungsfaschismus, den wir jetzt schon durch YouTube leider leiden müssen. Ja, ist so, ja. Und wenn man investigativ seinen journalistischen Bereich ausübt, dann hat man es nicht mehr leicht.
Ja, okay, kannst mir alle Fragen stellen, wie du willst. Ja, es geht einfach darum, euer Hauptcredo ist ja die Islamisierung. Da habt ihr große Befürchtungen, oder? Ja. Stimmt das so? Ja, sagen wir es mal so, wir stehen für unsere eigene Kultur ein, für den Erhalt unserer ethnokulturellen Identität und damit natürlich auch gegen eine Ersetzungsmigration und auch gegen eine Islamisierung. Ja. Und wo ist die Islamisierung bedeutet ja, dass jetzt ein Moslem zu uns herkommt und uns ihren Glauben aufzwingt. Ich interpretiere Islamisierung anders, und zwar folgendermaßen. Islamisierung bedeutet für mich, wenn es Zuwanderung gibt aus islamischen Ländern oder auch aus durch erhöhte Geburtenraten und dadurch die Muslime in Österreich immer mehr werden. Und vor allem jetzt kann man es beobachten, bei 0- bis 4-Jährigen haben wir in Wien 70% mit Migrationshintergrund. Davon ist ein Großteil Muslime. Und das wird natürlich auch die Zukunft dieses Landes sein. Ja? Die Jugend ist immer die Zukunft. Und wenn die dann in 20 Jahren 20 Jahre alt sind, dann haben wir diese 70% bei den 20-Jährigen. Und das bedeutet für mich Islamisierung, und das ist auch statistisch nachgewiesen und auch von offizieller Seite bekannt. Ja. Okay. Es ist ja so, wir haben ja nicht nur Moslems, auch bei uns in Österreich. Es gibt jüdische Synagogen, wir haben auch buddhistische Tempel, es gibt auch im hinduistischen Bereich die Hare Krishna-Bewegungen. Ja. Es gibt auch viele Sekten im christlichen Bereich, sprich Zeugen Jehova und so. Und da gibt es ja jetzt zum Beispiel diese Islamkarte, die wo so als große Gefahr dargestellt wurde. Ja. Die Karte. Ja. Aber wenn jetzt zum Beispiel jemand einen muslimischen Glauben in Österreich hat, Österreich hat ja eine Religionsfreiheit, das ist ein Grundrecht, die ein Mensch sich hart kämpfen hätte müssen, seinen Glauben zu tätigen, auch das Recht an nichts glauben zu müssen. Ja. Aber es gab ja mal eine Zeit, da musste man an einen Christengott glauben. Wenn man das nicht gemacht hat, dann wurde man verbrannt. Ja. Genau. Ja. Und willst du einen Einwurf bringen, oder? Ja, ich wollte nur sagen, genauso gibt es aber ein Recht auf Heimat und auf ein Recht auf Identität. Also ein Recht darauf, dass die Kinder, die hier zur Welt kommen, in der Welt leben, wie sie auch jetzt ist, und nicht in einer islamisierten Welt, in einem islamisierten Österreich, wo wir einfach sehen können, dass der Islam dann irgendwie immer mehr die Oberhand gewinnt, immer mehr auch eigene Parteien gründet, so jetzt in Wien zum Beispiel. Die Sötz ist ja eindeutig geht eigentlich schon in die Richtung Islampartei, kann man sagen. Und insofern, natürlich gibt es Religionsfreiheit, und es ist auch gut, dass es das gibt. Es gibt auch eine Vielfalt von verschiedenen Kulturen. Jedoch sollte es meiner Meinung nach nicht dazu führen, dass dann die Mehrheitsgesellschaft zur Minderheit im eigenen Land wird, nur wegen der Religionsfreiheit. Also Religionsfreiheit ist das eine, aber das heißt nicht, dass man im selben Atemzug das gut finden muss, dass die eigene Kultur zur Minderheit im eigenen Land wird. Also Minderheit, so kann ich im Grunde gar nicht wirklich erkennen, mal von meiner Sparte her aus. Ja. Vielleicht jetzt, aber es geht ja darum, dass man in die Zukunft Politik macht, was man jetzt setzt für Akzente. Also gibt es jetzt noch keine Islamisierung dann? Es gibt jetzt schon eine Islamisierung, und das ist das, was ich vorhin gesagt habe, bei 0- bis 4-Jährigen in Wien 70% Migrationshintergrund, ein Großteil davon. Es wird aber keiner von uns gezwungen, jetzt zum Beispiel eben einen muslimischen... Das ist eine Frage der Zeit. Keiner von uns ist Nostradamus. Es könnte auch sein, dass die Auschwitzen kommen und uns noch auch versklaven. Aber dieser Prozess, es geht ja um den Prozess, und der ist ja ganz klar erkennbar. Da musst du aber wirklich Anhaltspunkte bringen können, wenn du Angst hast, dass sie dann wirklich die Religion aufzwingen. Ja, sagen wir es mal so, wir leben in einem Staat im Moment, in einer Demokratie, wo die Mehrheit entscheidet. Diese Mehrheitsverhältnisse verändern sich und kippen. Die strukturelle Bevölkerung verändert sich, und das hat natürlich einen Einfluss auf die Demokratie, aber auch auf die Wähler, weil wenn die alle wählen, dann hat das natürlich ist ein komplett anderes, wenn du jetzt das Wahlverhalten anschaust, von Zuwanderern und dann das Wahlverhalten von Indigenen, die schon länger hier leben, ist das ein kompletter Unterschied. Bei den Zuwanderungen hast du ein extrem linkslastiges Wählen, das heißt, die wählen einwanderungsfreundliche Parteien, und bei den Indigenen ist es, wenn du nur die Indigenen anschaust, eher rechtslastiges Wählen. Ja. Was bedeutet, dass wir die Souveränität über die Frage der Zuwanderung ab einem gewissen Punkt verlieren, umso mehr Zuwanderung passiert. Das heißt, es gibt einen Point of No Return,
ein Punkt, wo man nicht mehr zurück kann, wenn zu viele Zuwanderer eingewandert sind, die das Wahlrecht bekommen haben. Ab diesem Punkt kann man keine Politik mehr, ist eine Politik, die Zuwanderung begrenzt oder Islamisierung begrenzt, nicht mehr möglich. Das bedeutet, dass sie dann irgendwann nicht mehr abwendbar ist, politisch nicht mehr abwendbar ist. Und das ist ja auch unser Ziel, es politisch friedlich abzuwenden und nicht mit Gewalt. Und hierfür ist ein enger Rahmen gesetzt. Die Demokratie ist immer auch eine, ist auch immer abhängig von einer gewissen Homogenität der Bevölkerung, im Sinne von, dass es einen gemeinsamen Nenner gibt. Ja, das ist so, wie wenn du dich mit Freunden triffst, da gibt es gewisse Dinge, die sind einfach klar, die weiß man, die braucht man nicht aussprechen. Und dasselbe gibt es auch in unserem Volk. Wenn du unter Österreichern redest, gibt es gewisse Dinge, die sind völlig klar. Und genau diese ganz einfachen Dinge, ja, die uns gar nicht so bewusst sind, ja, die aber einen Teil unserer Identität ausmachen, einen Teil unseres Charakters, ja, die gehen verloren im Zuge einer Islamisierung. Und wie du vorhin gesagt hast, wenn du definierst Islamisierung ist nur, wenn sie uns das aufzwingen, definiere ich das einfach anders. Ja. Islamisierung, du hast einfach Angst, dass einfach zu viele da sind und uns dann ersetzen werden, schon allein in der Bevölkerungsdichte. Für mich ist es keine Angst, sondern es ist etwas, was ich sehen kann, was ich auch nachweisen kann. Was ich sehen kann, ist ja dies. Wenn ich gehe mit offenen Augen durch meine Stadt, durch Graz, durch Innsbruck und so weiter und so fort, ja. Und ich sage einmal schon, dass an 80% Minimum schon mal rein nur Österreicher antreffe. Ja, dann schau antreffe. Doch in die Volksschulen. Ja, auch schau in den Kindergärten. Ja, es gibt die gewissen Klassen. Das ist vielleicht ein Problem, wenn man, früher gab es auch die bunte Klasse, wie ich noch jung war, ja, also in den 70er Jahren, ich bin ein 74er Jahrgang. Ja. Da war die Gefahr dann groß, dass sich diese Menschen schlecht integrieren können, weil sie nur unter ihresgleichen sind. Ja, das ist in Wien zum Großteil so. Im 10. Bezirk zum Beispiel, da gibt es Islamkindergärten, dann gibt es Islamschulen. Da braucht, oder auch normale Schulen. Es gibt aber auch christliche Kindergärten. Ja, ja, ja. Also die gehen auf ihre eigenen Kindergärten. Es gibt sowohl in jeder Religionsform ja, in Österreich. Aber im 10. Bezirk sind die Mehrheit. Ja. Aber das ist nicht nur so, aber trotz alledem ist es ja nicht nur so, dass es generell nur diese Islam-Kindergärten gibt. Es gibt auch Kindergärten mit muslimischen Kindern und ja, Österreichern. Ja, aber jetzt sage ich dir eins. Ja. Einerseits gibt es natürlich diese Muslime, die dann bewusst ihre Kinder auf Schulen schicken, wo mehr Österreicher sind. Ja. Das sind dann eher die, die sich anpassen wollen, eher die, die das gut finden, so wie wir hier leben und mitmachen wollen und nicht uns erobern wollen sozusagen. Aber diejenigen, die werden genauso zur Minderheit werden, weil es war genauso wie in Ägypten, ja, da war in den 1980er Jahren, gab es ein sehr westlich geprägtes Land, ja. Und dann haben die radikalen Muslime eigentlich die Oberhand gewonnen. Warum? Weil sie viel mehr Kinder gekriegt haben, weil der Koran ihnen das Wichtigste war und nicht die Bildung etc. Genau dasselbe wird hier in Österreich auch passieren. Aber prozentual von der Gesamtbevölkerung, sagen wir mal grob, auf hochgerechnet auf 9 Millionen, ist auch nicht ganz so viel, ja. Kann man doch nur trotz alledem da von einer Minderheit sprechen. Aber was mir, ja, noch, ja, aber wenn man bei Neugeborenen, der Status quo ist immer das, worauf ich meine gegenwärtige Situation messen muss. Aber es ist nicht der Status quo. Aber der Status quo ist, darf ich mir vielleicht auch Angst aussprechen, was ich von mir Angst habe? Das ist die amerikanische Sisierung, ja. Wir werden jetzt von den NGOs auf Übersee, von über den Teich in Amerika eigentlich aufdiktiert, was wir zu tun sollen machen. Wir haben eine Regierung, die, was wir zwar gewählt haben, aber nichts zu sagen haben. Die, was zu sagen haben, werden dann mittels über Lobbyisten über die NGOs aufgetragen, was machen wir jetzt. Zum Beispiel, es wird alles so in verenglischt, ja, schon in der Sprache, möchte man mal sagen. Wenn ich wo ein Kulturgut verschwinden sehe, dann in unserer Sprache, weil wir den Menschen alle nur noch alles nice finden, zum Beispiel die Anglizismen in dem Bereich. Auch mit den Produkten, die was so heimische, nachhaltige, wertvolle Produkte, die gesund sind, wird dann mit Coca-Cola oder anderen Produkten, ja, die was sehr minderwertig sind und sogar krank machen, wir überschwemmt werden. Darf ich nur kurz zurückkommen auf das, was du vorhin gesagt hast? Ich wollte nämlich noch eine Antwort drauf geben. Ja. Du hast gesagt, Islamisierung, man muss den jetzigen Ist-Zustand sich anschauen. Der Ist-Zustand bei den 0- bis 4-Jährigen ist, dass eine Islamisierung bereits stattgefunden hat. In Wien zum Beispiel, wie gesagt, diese Leute bereits
50-50 oder bei den Migranten sogar in der Mehrheit sind. Ja, aber eine Gesamtbevölkerungszahl von Österreich zugerechnet, ist es noch immer ein Promillbereich. Ja, aber was bedeutet kein das? Prozentbereich, Promillbereich. Nein, das stimmt nicht. Na, natürlich schon, bei 9 Millionen Einwohnern, natürlich, dass die großen Ballungsstädte, ja, wie Wien, ja. Ja, in Wien haben wir 50% Ausländeranteil. Aber es ist ja auch 50%. So. 50%. Wie viel Einwohner? Aber nicht schon nur, ein Großteil von Österreich. Aber nicht nur rein Muslime. Nein, ja. Aber ich sage ja nur, 50% ja, aber auch von den es geht jetzt Leuten. Um die Islamisierung. Ja, nicht genau, um die Islamisierung ist ein Prozess, ist nicht das, was jetzt aber ist. Aber 50% der Ausländer sind nicht muslimisch in Wien. Ja, aber wenn ich von Islamisierung spreche, was bedeutet das? Das bedeutet ein muslimisches Glaubensrichtung, wo ihr Angst habt. Das bedeutet, dann kann ich aber nicht die anderen Ausländern, wie zum Beispiel aus Belgien oder aus Rumänien oder irgendwo auf den Balkanstaaten oder weiter und so fort, die kann ich auch nicht mit bei den 50% mitbenutzen, wenn ich von Islamisierung spreche. Ja, natürlich. Aber, wie gesagt, Islamisierung ist ein Prozess. Und man muss schauen, wie ist jetzt der Zustand? Ja, der Ist-Zustand ist aber, dass wir unter amerikanischer Fuchtel sind. Und habt ihr überhaupt keine Angst? Der Ist-Zustand ist, dass wir im Moment... Habt ihr das Thema auch in euch... Ihr sprecht ernst, eine Frage. Ihr haltet euch für Patrioten. Und das ist eine sehr gute Ansicht, finde ich auch. Ich möchte auch Patriotismus eigentlich fördern. Aber wenn ich dann sehe, dass der Ist-Zustand wirklich die Amerikaner... Die Amerikaner haben uns unsere Identität genommen. Und das ist das gerade der wirkliche Ist-Zustand. Da brauche ich nicht davon reden, was wird erst in 10 Jahren passieren, wie bei der Islamisierung. Also ich würde so sagen, habt ihr da auch Sorgen darum? Ja, also ich bin ein Freund von Eigenverantwortung, ja, und ich wehre mich gegen diesen Gedanken, dass mir irgendwer irgendwas wegnimmt. Weil ich muss mich selber dazu entscheiden, dass ich meine Identität lebe, dass ich selber... Aber die Angst ist sehr groß gegen die Islamisierung bei dir. Es geht nicht um Angst, es geht darum, dass man gewisse Fakten hier auf den Tisch legt. Du willst gewisse Gefahren erkennen, okay. Aber warum ist dann die größte Gefahr der Anglizismen, der Fuchtel über die NGOs? Was ist gefährlicher, Anglizismen oder Islamisierung? Die Anglizismen haben uns mal die Sprache geraubt. Die Amerikanisierung haben uns wertvolle Produkte wie in der Kleidungsindustrie genommen, indem wir minderwertige Jeans tragen müssen, die noch ein Jahr kaputt sind. Indem wir Coca-Cola oder schlechte... Das würden wir überleben als Volk, Beispiel, oder? Wenn jetzt zum Beispiel der Corona... Ja, das würden wir überleben als Volk. Nein, würde ich nicht sagen. Wir haben alle möglichen Zeiten. Unsere kleinen gastronomischen, die Kaffeehäuser, die Gastronomie geht gerade in Corona-Zeit zugrunde. Die Big Players sind aber jetzt McDonald's, die sind Starbucks, ja, wenn man die Kaffeehäuser aber sieht. Genau aus dieser Perspektive argumentieren wir ja auch. Wir sind ja auch Globalisierungskritiker. Aber das ist gerade der Ist-Zustand, wo wir unseren Patriotismus verloren haben. Wenn wir es nur noch bei McDonald's einkaufen gehen können in Zukunft. Ja, was willst du damit sagen? Was ist die Kritik jetzt? Ja, habt ihr auch Kritikpunkte zur Amerikanisierung, die viel größer als die Islamisierung natürlich, ist? Wir warum ist es da nicht in eurem Thema drinnen? Die Amerikanisierung ist größer als die Islamisierung. Bei Weitem. Die Amerikanisierung da sprechen wir schon von 40-50%. Das bringt das alles. Na klar. Die Amerikanisierung ist eine ideologische Frage. Da geht es darum, machen die Leute mit? Ja, glauben sie das? Reden sie so, reden sie nicht so? Die Islamisierung ist eine endgültige physische Frage. Da geht es darum. Ist das andere auch? Nein. Ja, aber ganz andere klar. Ist auf dieser Ebene. Nein, nein. Und das andere ist. Das ist nicht nur ideologisch. Doch. Wenn ich als. War zum Beispiel beim Lieferinger Dorffest. Unsere traditionelle Volksmusik haben sie nicht gespielt, sie haben Square gedanced, sie haben Country-Musik gespielt. Ja, aber was glauben Sie, das ist die Folge einer Ideologie? Das ist alles die Folge einer Ideologie. Das ist Wortreiterei, meiner Meinung nach. Nein, weil, wie gesagt, es kommt kein Islamist, also kein Moslem zu mir her, habe ich jemals islamisieren wollen. Aber ich muss ihm doch zugestehen können, dass er auch seine eigene Kirche in dem Sinne Moscheen besuchen darf und nicht gleich nicht unseren Glauben annehmen muss. Man kann nicht alles aus einer individuellen Perspektive argumentieren. Es gibt gewisse Argumente, die man aus einer gesellschaftspolitischen Sicht argumentieren sollte und nicht aus einer individuellen Sicht. Und genauso ist das auch bei der Islamisierung. Wenn ich jetzt sage, ja, jeder darf seinen Glauben haben, dann landen wir am Ende im Kalifat. Jetzt ist die Frage, was wollen wir? Und, das ist aber nur eine unbegründete Befürchtung zurzeit. Nein, gibt ist es meiner diese, Meinung nach noch es gibt keine Praktik, es gibt keine Praktik.
praktischen Auswirkungen dessen, dass wir in einem Kalifat... Es gibt praktische Auswirkungen. Es gibt ständige Terroranschläge. Es gibt wo haben wir ständige Terroranschläge? Ja, in ganz Europa gibt es Terroranschläge. Wir reden jetzt von Patriotismus in Österreich. Bleiben wir mal mit dem Dorf in der Kirche. Ich bin nicht österreichischer Patriot, ich bin auch ein europäischer Patriot. Naja. Und wir haben in Europa massive Probleme mit dem Islam. Erst gab es kürzlich in Wien einen Terroranschlag. Das ist aber False-Flag-Attacken sind, was man auch schon beweisen kann. Und da kann man nicht sagen, dass es nichts mit dem Islam zu tun hat. Völlig egal, was es gibt da jetzt Fakten für Theorien und Beweise, dass es keine wirklichen echten Islamisten sind, sondern dass es von den Geheimdiensten eben wiederum von Amerika inszenierte Attacken sind, um Angst in der Bevölkerung zu schüren. Schauen Sie, wie auch immer. Haben Sie von diesen Theorien schon mal gehört? Natürlich höre ich Fakten von diesen Theorien, aber ich kann Ihnen nicht sagen, wie das jetzt richtig ist. Mir geht es um die grundlegenden Dinge, die ich zu 100% wissen kann und beweisen kann. Und das ist... Ich kann zum Beispiel beweisen, der Anschlag in Wien, der letzte. Schauen Sie, der Boss letztes war, hat es einen Anschlag in Wien gegeben, der war auch islamistisch geprägt. Wenn man dann wirklich nachrecherchiert hat, ist man draufgekommen, dass der Attentäter in die Slowakei, oder was Slowenien ist ja wurscht, mit seiner Vorstrafe, der war eigentlich noch auf Bewährung draußen, sich Munition für ein Sturmgewehr gekauft hatte. Ist mir bekannt, ja. Dann hat die Regierung, unsere Regierung, angerufen, gesagt, wer ist das? Er kauft große Säcke voll Munition für ein Sturmgewehr. Unsere Regierung hat diesen Menschen aber daraufhin, auf diesen Hinweis, nicht abgestoppt, obwohl er eigentlich auf Bewährung draußen war. Ja, ist mir bekannt, und dann kann man schon wieder mal mit Fakten begründen, dass es eine False-Flag-Attacke ist, eine falsche, unter falsche Flagge geführte Attacke ist. Weil unsere Regierung schon wusste dann, da läuft was, aber sie haben es nicht verhindert, obwohl sie sofort abstoppen hätten können. Das ist kein Beweis für einen False-Flag, es ist ein Beweis für die absolute Unfähigkeit dieser Bundesregierung. Wenn die Regierung das nicht verhindert, beteiligt sie sich mit. Und dann ist es eine unter falsche Flagge-Attacke. Naja, es war trotzdem ein Islamist. Wie auch immer. Hast du ein Abschlusswort, das möchte ich gerne können, ohne dass ich dazwischen rede natürlich. Ja, bitte. Und zwar, wir sind heute hier, vielleicht kannst du auch noch kurz hier dann das Zelt filmen, um Flyer zu verteilen, um Patrioten hier aufzuklären über die Islamisierung, über den Bevölkerungsaustausch in Österreich, der auch faktisch nachgewiesen werden kann, wenn man bei den Geburten schaut, bei den 0- bis 4-Jährigen. Und hier sieht man auch, was die Zukunft unseres Landes ist. Und die Auswirkungen davon sind schier unbekannt und es ist ein riesiges Experiment, was hier stattfindet und es gab so etwas noch nie in der Geschichte und genau deswegen sind wir heute hier. Wir wollen diese Veränderung nicht. Wir glauben, dass diese Veränderung negativ ist. Es gab zwar immer Migration, aber es gab nie eine komplette Ersetzung innerhalb von 2-3 Generationen. Dadurch, dass die einwandernde Bevölkerung sehr hohe Geburtenrate hatte und die schon länger hier lebende sehr niedrige. Diese Entwicklung ist gefährlich und meiner Meinung nach auch sollte politisch auf alle Fälle bekämpft werden, friedlich bekämpft werden, mit politischen Mitteln. Vielen Dank und danke für das Gespräch und für das Vertrauen. Gerne. Ich werde vielleicht diese Flyer bei euch am Tisch dazulegen. Ja. Und schauen wir mal. Naja, dazu legen wir sie nicht, weil wir haben da eigene Flyer, aber du kannst mir einen geben. So machen wir das. Bitteschön. Passt gerne. Dann. Servus. Tschüss, gehabt euch wohl. Ja, somit haben wir mal festgestellt, dass sie kein Verständnis dazu haben, auch zu erkennen, dass es da viel größere Probleme gibt. Ich meine, prozentual werden wir sicher nicht islamisiert. Das haben wir auch Beweisen der Härten kennen. Es wird nur um den heißen Brei herum geredet. Wenn ich auf echte Gefahren hinspreche, wie die Amerikanisierung, was wir in Österreich eher erleben, da wird sofort umgeschwenkt, das Thema. Dasselbe Gespräch hatte ich ja vor einem Jahr hier auch schon mal, da habe ich es aber nicht gefilmt. Wenn man die großen Gefahren von den NGOs beanspricht, wird immer auf Islamisierung umgeschwenkt. Da wird sich auch in den Köpfen dieser Menschen nicht viel ändern. Somit freut mich, dass wieder dabei wart bei CryptoTV. Schauen wir mal, was uns das nächste Thema irgendwo einfängt. Ihr wisst, ich bin immer und überall dabei. Ich gebe den Menschen das Wort. Aber sie müssen halt noch einmal auch wortgewandt das wiedergeben können, um was wirklich geht. Somit, tschüss, Baba, für euch. Aber um auch hier nicht sprachlos vom Platz zu gehen, stimmen wir einmal unsere Parole an. Wir gehören hier schon vorher.
Gratulation, Volk, alles scheiße. Unsere Bewegung hat ein anderes Ziel und eine andere Parole. Heimat, Freiheit, Tradition, Multikulti, Endstation. Heimat, Freiheit, Tradition, Multikulti, Endstation. Heimat, Freiheit, Tradition, Multikulti, Endstation. Wie ihr eben lesen konntet, hatte Martin Sellner ein Jahr zuvor am selben Platz, also am Mozartplatz, seine Veranstaltung im Sommer 2020 abgehalten. Da waren der linke Block noch als Gegendemonstration, wie ihr hier sehen könnt, anwesend. Im Video hier mit den D05ern wollte ich noch eigentlich die Frage stellen, wie sie zum Flüchtlingsproblem stehen. Aber ich merkte dann am Ende, dass dieser D05er-Mitarbeiter sich nicht mehr wohlfühlte und das Gespräch beenden wollte und kam ihm dann zuvor, indem ich ihm das letzte Wort beim Interview ließ. Was ich von Flüchtlingsproblem halte, konnte ich bei der Demonstration der Linken erörtern, wobei ich da leider auch nicht gerade viele Meinungen zu meiner Meinung dessen vor der Kamera bekommen konnte. Auch die reden nur um den heißen Brei herum, als an des Wurzels Übel, also die NATO, die ihre Länder bombardieren, zu stoppen, zu klären. Dieses besagte Video werde ich am Ende dieser Dokumentation dranhängen. Aber wie ebenfalls schon erwähnt, habe ich es als eigenständiges Video in der Videobeschreibung unter diesem Film verlinkt. Aber bevor ich euch nun auch dieses Video hier zeige, möchte ich mir mit euch die Statistik ansehen, wo wir mal nachsehen werden, um wie viele und welchen Ausländeranteil es bei uns wirklich handelt. Nun schauen wir jetzt uns mal an, wie es mit der Bevölkerung, der Immigration und der Integration in Wien aussieht. Denn dieser D05er-Mitarbeiter hatte sich ja ganz explizit vor allem auf Wien fokussiert. Wie gesagt, er meinte ja 70% Ausländeranteil. Und wie schaut es jetzt da wirklich aus? Wie gesagt, diese Seiten hier, die ich euch jetzt gerade zeige, habe ich euch auch in der Videobeschreibung unten bei den Quellenangaben verlinkt. Hier sehen wir mal, wie es überhaupt von 1961 bis 2020 aussieht, wie es sich bei der Zuwachs in Wien aussieht mit der Wanderungsbilanz und der Geburtenbilanz dessen. Doch scrollen wir einfach mal etwas weiter runter und dann sehen wir diese Rubrik hier. Genau. Hier sehen wir schon mal genau die Zusammensetzung der Wiener Bevölkerung nach der Herkunft. Da haben wir etwas über 1 Million an Österreichern. Und der Rest hier in diesen kleinen roten Kästchen und bis zum pinken Bereich sind die Ausländeranteile drinnen, wie Serbien, Türkei, Polen, Rumänien, Ungarn, Kroatien, diese sonstigen. Und da, wo jetzt keine Länderverzeichnisse drinnen stehen, in diesen leeren Kästchen, sind noch Syrer mit dabei, Bosnier und alles Mögliche. Geht einfach auf die Seite drauf, ihr könnt dann auf diese leeren Kästchen auch draufklicken und dann wird eröffnet, um welche Länder es sich hier handelt und ja, um welchen Bevölkerungsanteil es sich hier handelt. Ich habe mal hier an dieser Tabelle hier einmal zusammengerechnet, wie viele Migranten aus einer muslimischen Herkunft sind, denn Polen kann man ja nicht dazu rechnen, auch keine Ungarn, keine Rumänen und so weiter. Ja. Und wenn wir jetzt die Iraner, die Syrer und die Türkei und alle anderen muslimischen Glaubensrichtungen zusammenzählt, kommen wir vom Jahre 2021, denn in diesem Jahr habe ich ja diese Dokumentation gedreht oder besser gesagt das Interview mit den D05er-Mitarbeitern geführt. Und da kommen wir auf einer Gesamtzahl von 194.763 Migranten aus dem muslimischen Bereich. Okay,
Dies anhand gemessen von 1.115.910 Österreichern. Ja. Da sieht man schon mal, dass diese 70% weit überzogen sind. Doch das können wir doch in der, wenn man wieder weiter runter scrollt, kommt ihr zu diesem Bereich. Ich habe hier lauter Screenshots gemacht. Und da sehen wir einen Bevölkerungsanteil ausländischer Herkunft von 41,9%. Und wohlgemerkt, in diesem Prozentbereich sind auch alle anderen Glaubensrichtungen, aber auch andere Herkunftsländer drinnen, die auch gar keinen Glauben praktizieren. Und alleine für sich gerechnet haben wir, was wir, glaube ich, hier lesen können, Moment, wo haben wir das? Genau, also hier oben seht ihr 805.039 Menschen in Wien kommen aus anderen Ursprungsländern, gemessen von etwas über einer Million. Also das ist knapp eben an die 41% der ausländischen Herkünftler. Und wie gesagt, von diesen 805.000 und die paar zerquetschten, haben wir muslimische Herkunft 194.763. Ja, runden wir einfach mal auf 200.000 auf. Und kann man sagen, dass von, wenn wir jetzt diese 805.000 ausländischer Herkunft auf 100% nehmen, dann sind diejenigen der muslimischen Herkunft sind, einfach mal grob geschätzt 25%, eigentlich sogar weniger. Nun, und bei diesen 25%, wohlgemerkt eigentlich weniger Prozent, sind ja nicht alles fundamentalistische Islamisten dabei. Das ist gerade mal ein Promillebereich. Mann, ich will nicht leugnen, dass jeder, der sich radikalisiert, ob es nun auch von islamischen Glauben her ist oder auch aus anderen ideologischen Gründen her ist, sich deswegen radikalisiert, dementsprechend entgegenzuwirken ist. Also über 99% der muslimischen bekennenden Glaubensrichtungen unserer Ausländeranteile sind bei uns zugewandert, weil sie dem Islamisierungsprozess in ihren eigenen Ländern entfliehen wollten. Also bei uns eingezogen sind, um einfach nur ein menschengerechtes Leben führen zu dürfen und nicht primär einen fundamentalistischen Zweig ihrer Glaubensrichtung einheimfallen wollten. Also diese Leute, Menschen, sind bei uns, weil sie vor dieser Islamisierung geflüchtet sind und bei uns ein menschengerechteres Leben führen wollen. Und das sind eben über 99% der Muslime. Jedoch, wenn man im Promillebereich bei islamisierenden, Islamisierung, das möchte ich gleich vielleicht mal auch erklären, sind fundamentalistische Glaubensrichtungen im muslimischen Bereich, die was dies mit Gewalt durchboxen wollen, wie zum Beispiel der IS oder der Taliban. Ja? Das sind Islamisten. Moslems wiederum sind Menschen, die sich nicht radikalisiert haben, die einfach nur ihr ganz normalen Leben leben wollen, also deren Religionshintergrund nicht primär im Vordergrund steht, sondern denen es eher wichtiger ist, sich gut in einen anderen Land zu integrieren, denen es wichtiger ist, einen guten Arbeitsplatz zu haben und sich mit seinen österreichischen Mitmenschen zu verstehen. Das sind Moslems und keine Islamisten. Und somit sieht man schon mal, dass seine Prozente von 70% weit überzogen sind, wo es sich doch eigentlich um ja, knapp 42% handelt an den Ausländeranteil. Ja. Und davon wiederum auch nur weniger als 25% muslimischen Herkunftsländern entstammen. Ich wiederhole mich gerade, aber man sollte doch
etwas oft öfter erörtern oder erwähnen, damit es sich auch ins Hirn einbrennt. Gut, somit kann ich euch vielleicht noch eine andere Seite zeigen. Die habe ich euch auch in der Videobeschreibung verlinkt, diese hier. Da könnt ihr auch noch genauer, das ist nur ein Teil dieser Seite, da kann man noch weiter runter scrollen. Da sieht man dann noch den genaueren Anteil der Herkunftsländer in Wien. Somit habe ich jetzt im Grunde alles gesagt und erörtert. Und somit möchte ich jetzt noch ans Herz legen, ich schließe jetzt noch in Anschluss das Video an, wo ich auch die Linken mal auf ihrer Demonstration begleitet hatte als Journalist, wo es um das Flüchtlingsproblem ging. Und somit bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, dass ihr euch noch den Anschluss hier ansehen werdet. Und wie gesagt, bedanke mich für die Aufmerksamkeit und gehabt euch wohl. Hallo, grüß euch alle miteinander. Schön, dass ihr wieder dabei seid bei CryptoTV. Heute haben wir den 20.12.2020 und hier in der Linzer Gasse, hier hinter mir seht ihr eine Demonstration, die sie für die Flüchtlinge kümmern wollen. Es geht um das Flüchtlingsthema, wo haben sie Platz, wo finden sie noch Platz, sind Lager notwendig oder gibt es andere Lösungen? Und ich würde sagen, schauen wir uns einmal an, was da heute so alles abläuft. Und ihr kennt es mir alle. Ich bin kein neutraler Berichterstatter. Ich habe immer eine eigene Meinung noch extra dazu. Ich werde heute noch ein paar Leute interviewen. Hoffentlich heute lassen sich ein paar interviewen. So ein paar schöne Fragen. Also darum werde ich jetzt mal mir diese Fragen, die ich stellen werde, mir selber stellen und sie euch wiedergeben. Und dann schauen wir mal, was die anderen zu diesen Fragen hier offen haben. Also meine erste Frage wird sein, was ist das Wichtigste, wie man den Flüchtlingen helfen kann? Meiner Meinung nach, das Allerwichtigste, das ist einmal die Kriege zu beenden. Ja? Die Kriege im Nahen Osten vor allem. Wir in Österreich können uns schon lange nicht mehr dabei herausreden, dass wir neutral wären. Das sind wir nicht mehr. Da muss ich auch noch dazu sagen, die NATO-Bündnisstaaten, ebenso vor allem Amerika, die sind ja hauptsächlich daran schuld, dass es im Nahen Osten Bomben regnet. Und wie macht man das heute? Das macht man mit Drohnenflügen. Und die werden über Deutschland, über die Rammstein-Relaisstation gesteuert. Ich gehe mal kurz ein bisschen auf die Seiten, damit wir nicht so viel Gemurmel haben, dass man auch mich gut versteht. Also zurück zu Rammstein. Wir wissen alle, die Erde ist rund und direkt von Amerika aus kann man keine Drohnen fliegen lassen in Nahen Osten, um dort die Bomben zu zünden. Da braucht man, um die Erdkrümmung zu überbrücken, die Relaisstation in Rammstein in Deutschland. Und das ist die größte Militärbasis, die es generell in ganz Deutschland gibt. Dafür gäbe es jedes Jahr wunderbare Demonstrationen zum Beispiel, die sich gegen die Rammstein-Relaisstationen aussprechen würden. Also als erstes, das Wichtigste, die Kriege zu beenden. Wir tun uns sicher schwer, dem Militär zu sagen, ja, ihr müsst jetzt aufhören damit. Aber wir können uns sehr wohl zum Beispiel auch nach Rammstein begeben. Schaut mal im Internet nach, wenn die nächste Rammstein-Demo ist. Ich glaube, das wäre ein richtiges, gutes Statement, dass man mal endlich diese Drohnenkriege beendet. Ja? Denn leiden tun immer nur
die Bevölkerung des Landes, nie irgendein Machthaber oder ein Diktator des Staates. Ja? Es leidet immer nur das Volk. Und das ist der erste Grund, warum Flüchtlinge flüchten, warum Einwohner zu Flüchtlingen werden. Nun gut, dann die nächste Frage ist, es kommen ja wirklich sehr, sehr viele Flüchtlinge nach Europa, weil es ja nicht nur im Nahen Osten kriselt. Wir zündeln zum Beispiel in Oman, in Jemen, in Afrika wird viel gezündelt. Ja? Und da beteiligen wir uns in NATO-Bündnisstaaten alle mit. Was tun wir da, wenn die Flüchtlinge hierher zu uns gekommen sind? Hier ist heute ein großes Statement, manche würden sie gerne mit nach Hause nehmen. Ich werde mir wahrscheinlich sehr schwer tun damit, weil die Sprachbarriere natürlich auch da ist. Auch eine kulturelle Barriere. Man muss bedenken, wir sind alle unser heimisches Essen gewohnt. Ja? Und was ein großes Problem in den Flüchtlingslagern ist, dass wir ihnen unsere heimische Nahrung präsentieren. Ich glaube, es wäre gar nicht schwer, wenn man in den Flüchtlingslagern auch heimische Nahrung auftischen würde. Ja? Das ist sicher kein Kostenaufwand und auch kein logistischer Aufwand. Man würde sehr viele Krisen im Flüchtlingslager selbst, Unruhen, Unmute vermeiden, wenn man auch auf die Nahrung achtet, was sie bekommen. Das hört sich banal an, aber das ist ein wichtiger Punkt. Das religiöse Thema, das ist ein Thema, das hat eigentlich mit Flüchtlingen gar nichts zu tun. Ja? Viele Menschen haben Angst, dass zum Beispiel unser Land islamisiert wird durch die Flüchtlinge. Nur, was sind Flüchtlinge und was sind Einwanderer? Das sind zwei Paar Schuhe. Flüchtlinge sind Menschen, die wieder zurück wollen in ihr Land. Wenn sie es können, wenn sie wieder sicher leben können. Ja? Die wollen uns nicht missionarisieren. Die wollen uns nicht ihre Kultur aufdrücken. Die wollen nur eines nicht. Sie wollen keinen Bombenhagel. Sie wollen nicht, dass ihre Kinder leiden müssen oder sterben müssen. Jetzt sagen auch sehr viele Menschen, man hört es auch oft in den identitären Kreisen, dass sehr viele Terroristen unter solchen Flüchtlingen drinnen sind, wie ISIS-Kämpfer und so weiter. Ja? Nun, es gibt Terroranschläge in Europa, das kann man nicht verleugnen, das ist klar. Jedoch, ich sehe nicht diese große Gewalt an Terroranschlägen, so wie wir es zum Beispiel, ich muss doch wir sagen, auch wir Österreicher, denn wie gesagt, wir sind nicht mehr neutral. Jetzt habe ich kurz den Faden verloren. Wir waren bei der Islamisierung, gell? Einer bei den Terroranschlägen. Also, man muss mal in Relation setzen. Wie viele Terroranschläge haben wir in Europa und wie viele Terroranschläge verursachen wir durch die NATO-Bündnisstaaten in Kooperation mit Amerika in ihren Heimatländern? Tagtäglich. Tagtäglich, mehrmals am Tag. Das Problem der Terroranschläge darf man deswegen natürlich auch bei uns in Europa nicht negieren. Das ist mir schon klar. Aber den Flüchtlingen ist deswegen noch lange nicht geholfen, wenn wir jetzt alles in eine Schublade werfen. Also, mal kurz zusammengefasst. Moment, muss man das kurz nachschauen. Ja. Also kurz zusammengefasst. Ich bin dafür, dass wir tunlichst endlich vermeiden, deren Länder mit Bomben zu beregnen. Ich bin dafür, dass man, die Lager sind schon wichtig, aber man muss sie menschenwürdiger gestalten, ja, und da zählt auch das Essen dazu. Und die Islamisierung, die Gefahr sehe ich in Österreich ganz und gar nicht. Ich muss sagen, ich habe sehr viele muslimische Freunde in meinem Freundeskreis. Ich war sogar mit einer Tunesierin schon liiert, also nicht verheiratet, aber sie war eine langjährige Freundin, ja, mit der ich zusammen gelebt habe. Und keiner von denen
hatte mich jemals missionarisieren wollen. Bei denen ist allen die Religion Nebensache. Keiner von den Moslems wollte mich jemals islamisieren. Also, das ist, ich weiß nicht, woher das kommt, dass man so Angst hat vor der Islamisierung. Klar, in Wien gab es jetzt einen Anschlag, das darf man auch nicht vergessen. Wobei ich das sagen will, dass da der Staat Österreich die Politik sehr viel vorher schon hätte vermeiden können, ohne dass es passiert hätte. Zum Beispiel den Terroranschlag in Wien das letzte Mal vor dem ersten, zweiten Lockdown gestartet hatte, war stadtbekannt, dass er in der Slowakei oder Slowenien, eines von beiden, ist er eingereist, wo er schon auf Bewährung heraus war. Also er war auf Bewährung heraus, der Attentäter, ist in die Slowenien, glaube ich, gefahren und hat sich dort Munition gekauft für ein Sturmgewehr. Die Regierung der Slowakei oder Slowenien hatte dann unseren Staat angerufen, gefragt, was ist das für ein Typ, der hat Munition gekauft. Nun, was müsste man dann in der Regierung eigentlich machen? Diesen Menschen sofort wieder einsperren, denn er war auf Bewährung heraus. Und es war bekannt, dass er Munition für Sturmgewehre gekauft hatte. Aber die Regierung hat nichts dagegen getan. Also hätte man das vermeiden können? Zu 100%. So sehe ich irgendwo, dass man Ängste forcieren will. Also wie gesagt, ich habe keine Angst vor Islamisierung. Meine muslimischen Freunde sind wunderbare Menschen. Ich finde, dass man die Flüchtlingslager viel menschenwürdiger gestalten müsste. Dann würden sich auch andere Menschen keine Gedanken machen müssen, sie zu Hause aufnehmen zu wollen. Ja? Und vor allem das Allerwichtigste, beteiligt euch an die Rammstein-Demonstrationen in Deutschland. Umso mehr Menschen dort anwesend sind, Millionen von Menschen, dann wäre es nicht mehr vertretbar, dass die deutsche Regierung, auch unsere Regierung, nicht mehr sagen könnte, wir können es gestatten, Drohnenflüge zu starten. Okay, somit schauen wir jetzt nach hinten. Ich höre jetzt die ersten Ansprachen, die hören wir uns jetzt an. Und danach hoffe ich, bekomme ich auch noch ein paar Interviews vor die Kamera. Also dann, bis gleich. Ja. Der ihn komplett verharmlost wird. Also und am nächsten Tag kann man Multi? Seitdem wohnen 20.000 Menschen dort. Das entspricht ungefähr der Bevölkerung der Stadt Hallein. No border, no nation. Stop deportation. In der Nacht von Dienstag, den 8.9. auf Mittwoch, den 9.9. ging das Flüchtlingscamp auf der Insel Moria in Flammen auf. Nun sind 13.000 Menschen, darunter über 4.000 Kinder, über Nacht obdachlos geworden. Die Flammen wurden von bis zu 70 Stundenkilometer schnellen Winden angefacht. Das Lager brannte dabei völlig aus. Am Montag des 9. September war das Feuer weitgehend unter Kontrolle gebracht. Erste Meldungen zufolge gab es keine Verletzten. Moria ist eine Kleinstadt, in der sich Flüchtlinge eine Behausung selbst bauen mussten. Es gab keine Hygienemöglichkeiten, Versorgung mit Lebensmitteln war nicht vorgesehen. In Moria kamen auf 1300 Menschen ein Wasserhahn. Hören wir nochmal Sophie über die Zustände. Seit Jahren herrschen auf Moria menschenverachtende Zustände. Es gibt keinen Platz, keine ärztliche Versorgung für 13.000 Frauen, Männer und Kinder. Wenn nicht gerade zufällig ein Arzt aus einer NGO vor Ort sein kann, werden die Menschen ihren Krankheiten und dem einsamen Sterben einfach so überlassen. Schlimme Hygienebedingungen, zu wenig fließend Wasser und Essensknappheit.
Doch die schlimmen Zustände verursachte Gang Brutalität und Gewalt. Keine Bildungseinrichtungen für Kinder und kein Ausblick auf Hoffnung. Sophie zitiert Ärzte ohne Grenzen. Der Sprecher der Ärzte ohne Grenzen, Bachmann, sagte am Samstag zur aktuellen Lage in Moria. Bereits junge Kinder werden wegen ihrer aussichtslosen Lage depressiv, verletzen sich selbst und hegen Selbstmordgedanken. Schwer traumatisierte Kriegsflüchtige werden in den Lagern retraumatisiert. Die Lebensbedingungen sind katastrophal. Wasser- und Sanitäranlagen erfüllen nicht einmal den Mindeststandard. Nun stehen in Moria 13.000 Menschen auf der Straße ohne Obdach. Die Forderungen werden laut Menschen aufzunehmen. Auch wenn die Zahl der Menschen, die nun aus diesem Elend befreit werden, viel zu gering ist, so nehmen doch zumindest Deutschland und Frankreich ein paar der geflüchteten Kinder auf. Als auch Staaten, die durch eine eher strenge Flüchtlingspolitik bekannt sind, wie Kroatien und Slowenien. Und wer nimmt niemanden auf? Österreich! Keinen einzigen Flüchtling, kein einziges geflüchtetes Kind wird dank unserem Bundeskanzler in Österreich aufgenommen werden. Das im Zuge des 5. Mai meldete sich Anna Schiester, Gemeinderätin der Bürgerliste Salzburg, zu Wort und gab den Anwesenden ein Versprechen. Ich finde es skandalös, dass sie Österreich bisher nicht daran erklärt hat, Kinder, Familien und auch Erwachsene aufzunehmen. Ich werde am Mittwoch im Gemeinderat an unseren Bürgermeister appellieren, sich auch zu Wort zu melden und sich an seinen Bundeskanzler zu wenden und zu sagen, Salzburg hat Platz, wir wollen geflüchtete Menschen aus Moria aufnehmen. Und es ist mir bewusst, ich bin hier eine Vertreterin der Grünen, die auch in der Bundesregierung sind, und ich appelliere auch an meine Kolleginnen und Kollegen in Wien, Druck auf den Koalitionspartner auszuüben und alles in ihrer Macht Stehende zu tun, um den Koalitionspartner zu überzeugen. Wir sind ein Land, das jahrzehntelang gezeigt hat, dass es menschlich mit Menschen umgehen kann. Wir haben 2015 gezeigt, was möglich ist. Da wird es wohl möglich sein, dass wir auch 2020, jetzt wo Flüchtlingslager an den europäischen Außengrenzen brennen, Kinder im Freien schlafen müssen, das ist einfach skandalös. Es wird wohl möglich sein, einige Dutzende oder Hunderte von ihnen eine Zukunft in unserem Land zu bieten. Wir haben Platz! 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 Unerhört! Der Infonahversorger auf der Radiofabrik. Radiofabrik.at/unerhört. Schönen guten Tag. Ich habe eine Frage. Was ist Ihr größtes Anliegen, wie man den Flüchtlingen helfen kann? Wenn wir ein paar aufnehmen würden, dann wäre schon ein bisschen was geholfen. Und jeder, was aufnimmt oder jemanden aufnimmt, dann würde man Solidarität zeigen. Es wäre einfach gut. Aha, also Sie würden zum Beispiel zu Hause dann auch einen Flüchtling aufnehmen? Ja, wir haben relativ wenig Platz, aber einer wird sich schon ausgehen wahrscheinlich, ja. Würden Sie da auch Probleme sehen, also logistisch und sprachbarrieremäßig? Wir haben neben uns drei Jahre lang ein Flüchtlingshaus gehabt und das war nie ein Problem. Also nie ein wirkliches Problem, sagen wir so. Eine andere Frage noch. Viele Menschen haben ja Angst bei den Flüchtlingen, dass eine Islamisierung eintritt. Haben Sie da andere Bedenken, also andere Gedanken dazu? Können Sie da die Menschen die Angst davon nehmen, dass unser Staat islamisiert wird? Sagen wir so, Radikale gibt es in jeder Gesellschaft und genauso viele Nicht-Radikale oder mehr gibt es auch in jeder Gesellschaft.
Aber sehen Sie eine Gefahr der Islamisierung in Österreich? Nicht wirklich. Nein. Sie haben noch nie Kontakt damit gehabt? Schon mit radikalem Islam oder mit Islam? Islamismus ist der radikalisierte Muslim. Also mit Muslimen habe ich relativ viel Kontakt, jeden Tag. Und also, nein, wo das Problem liegt, weiß ich jetzt nicht. Das ist eh in jedem selber das Problem. Nicht? Wenn wir zeigen, dass man nicht unbedingt radikal sein muss, dann kann man auch mit gutem Beispiel am Muslim vorangehen. Ja, kann es nicht besser sagen jetzt. Nicht jeder hat ja auch die Möglichkeit, zu Hause einen Flüchtling aufzunehmen. Ein paar Lager werden sicherlich auch noch vonnöten sein. Sehen Sie irgendwelche Reformbedingungen in den Lagern, die gemacht werden müssten, dass die Lager noch ein bisschen menschenwürdiger sind? Hätten Sie da Tipps dafür? Ich weiß nicht, wenn man die Zweitwohnsitze umfunktioniert in Wohnungen für Flüchtlinge, dann braucht man gar keine Lager. Und wenn Lager, dann sollte das halt nicht einfach hingepflastert werden, sondern von vornherein durchgestylt oder durchgeplant. Weil man schafft es ja so bei uns, wenn man irgendwas aufbaut, ein olympisches Dorf oder sonst was, dann funktioniert das ja auch. Und da ist alles da. Welche Probleme haben wir in den Lager? Ich bin nicht in einem Lager. Ich weiß nicht, Hygiene habe ich gehört. Hygienebildung und zu enge Bedingungen einfach. Hättest du eine letzte Frage? Es wird ja alljährlich in der Militärbasis Ramstein in Deutschland demonstriert, dass man aufhört, die Drohnenkriege im Nahen Osten fortzuführen, was ja die Flüchtlinge erzeugt. Haben Sie davon schon mal was gehört? Ja, gehört, aber dazu habe ich jetzt, kann ich nicht wirklich mitreden, was das betrifft. Also, aber würden Sie es wichtig finden, dass man sich auch dafür einsetzt, dass man zum Beispiel bei Ramstein demonstriert, um die Drohnenkriege zu beenden? Also ich bin da echt nicht der richtige Ansprechpartner. Also ich weiß nicht, inwieweit Deutschland, Österreich oder sonst wer betroffen ist, wer das macht. Das Einzige, was ich kenne, ist aus irgendwelchen Filmen und Kurzberichten. Kannst du Ihnen genau kurz erklären, vielleicht haben Sie da eine Meinung dazu. Die Erde ist ja rund und deswegen können die Amerikaner von Amerika aus die Drohnen nicht steuern, weil sie die Relaisstation zur Überbrückung brauchen. Und dadurch bietet sich Deutschland ja eigentlich als das Land, das eigentlich nie wieder Krieg vom Boden aus machen wollte, sich an, doch wieder Kriege im Nahen Osten zu legitimieren. Also, ich bin grundsätzlich nicht für Krieg, wenn wir es so lassen können. Ich bin grundsätzlich einmal gegen Krieg. Es muss eine friedliche Lösung auch geben. Ich bedanke mich für Ihnen. Haben Sie noch etwas, was Ihnen auf der Seele brennt? Nein, das, was brennt, das versuche ich da jetzt darzustellen. Okay, dann bedanke ich mich recht herzlich, dass Sie da sind und dass Sie das Statement abgegeben haben. Ich hätte mal eine grundsätzliche Frage. Was ist für dich die wichtigste Lösung, um das Flüchtlingsproblem zu beenden? Also für mich die wichtigste Lösung ist die Überwindung des Kapitalismus. Ja, das hört sich jetzt natürlich also weit hergeholt an. Aber es ist halt auch so, dass der Kapitalismus einfach die Fluchtursachen schafft. Ja. Sei es durch Ausbeutung von Rohstoffen, sei es durch
die Etablierung von autoritären Regimen in Afrika, in Asien, sei es durch direkte Kriege oder einfach Stellvertreterkriege, das alles hängt damit zusammen, dass eigentlich eine sehr kleine Minderheit Profite auf den Kosten einer sehr großen Mehrheit macht. Das heißt, das muss man, glaube ich, aufhören. Ja? Das heißt, nur wenn ich dieses Profitsystem überwinde, ja, wenn ich sage, Firmen, Konzerne werden in öffentliches Eigentum überführt, werden auch demokratisch geführt. Nur dann kann ich ja sicherstellen, dass nicht irgendwelche Waffen produziert werden und verscherbelt werden oder dass nicht irgendwelche umweltzerstörenden Praktiken angewandt werden oder Techniken entwickelt werden und so weiter und so fort. Ja. Dann kann ich halt wirklich sozusagen diese Ursache von Korruption, staatlicher Repression und so weiter letztendlich überwinden. Ja. Das sind nur so ein paar Beispiele, wo man da, glaube ich, dann konkret was machen kann. Das ist ja schon sehr umfassend, hast du da Gedanken gemacht. Welche Probleme erkennst du in den Flüchtlingslagern? Also ich glaube, es fällt so ziemlich an allem. So von einfach basic sanitären Einrichtungen bis hin zu Schulen, Schulmaterial und dergleichen. Ich glaube, was auch ein riesiges Problem ist, ist diese Isolation von Flüchtlingen, dass man die einfach in so abgetrennte Lager stopft, ja, quasi so als Fremdkörper hält, ja, anstatt dass man sagt, es findet hier wirklich ein Austausch mit der Bevölkerung statt, es findet eine Integration in Schulen und so weiter statt oder auch in Wohnviertel und so. Man bietet eigentlich überhaupt keine Möglichkeit, sich dort ein Leben aufzubauen und mit der nicht geflüchteten Bevölkerung dort halt zusammenzuleben. Und das baut natürlich auch Spannungen auf, gerade bei, wenn es jetzt vor Ort, ich meine, wir sind in Griechenland, wenn vor Ort die soziale Situation jetzt auch nicht so gut ist, tragt halt auch diese Isolation massiv auch dazu bei, dass man sich ja hier kein Leben aufbauen kann oder dass es auch Spannungen gibt mit der ansässigen Bevölkerung und so weiter. Jetzt noch eine Abschlussfrage. Ja? Es findet alljährlich in Deutschland bei der größten Militärstation in Deutschland in Ramstein Demonstrationen statt, ja, damit man die Drohnenkriege beenden kann. Ja? Weil die meisten Flüchtlinge entstehen ja durch die Drohnenangriffskriege von Amerika ausgesteuert, wo natürlich auch die NATO damit die Finger im Spiel hat. Ja. Findest du diese Veranstaltung wichtig und würdest du dir wünschen, wenn da mehr Menschen hingehen würden? Also ich kenne die Veranstaltung nicht genau, aber Demonstration gegen Drohnenkriege ist grundsätzlich mal sicher eine gute Sache, ja, die man unterstützen sollte. Aber du hast da vorher so bloß nicht gehört, dass da Demonstrationen gibt? Nein, nicht in Ramstein. Nein. Ich kenne mal die Demos gegen die Sicherheitskonferenz in München und so. Aber Ramstein hat man nichts. So, okay. Also Ramstein schon, aber. Ja, aber dass es keine Demonstrationen gibt, das hast du nicht gewusst. Das habe ich nicht gewusst. Nein. Okay. Da brennt dir noch etwas auf die Seele, was du mitteilen möchtest? Sie organisieren, aktiv werden und kein Vertrauen in die jetzigen Politikerinnen und Politiker haben. Oder in die Führer zumindest. Ja, danke schön. Hallo, danke, dass Sie sich für das Interview bereit erklären. Was ist Ihr wichtigstes Statement oder die wichtigste Lösung, dass man das Flüchtlingsproblem beenden kann? Ich würde sagen, es ist eine europäische Fluchtpolitik, die man denn menschenwürdig denken muss. Also europäisch gemeinsam und natürlich jedes Land, also Österreich auch, muss die Kapazität, die es hat, eben nutzen. Man versteht leider sehr schwer,
Gell? Ja, ich kann nicht Ja. Wir bringen die Zeit nach vorn, Stück um Stück. Du kannst nicht bei uns und bei ihnen. Was ist Ihre größte Idee oder wichtigste Idee, dass man den Flüchtlingen helfen kann? Die momentane Situation betreffend, oder? Ja. Die größte Idee, also es ist wahnsinnig schwierig überhaupt, also das jetzt komplett zu ändern, aber was jetzt anliegt, ist einmal die Kinder herzuholen. Und das ist das Wichtigste, die Kinder mit ihren Familien herzuholen, zu retten aus dieser schrecklichen Situation. Das ist jetzt das, ich glaube, das ist aktuell am wichtigsten. Viele Menschen haben unbegründete Ängste, dass wir in Österreich islamisiert werden durch die Flüchtlinge. Ja, also, sehen Sie das? Oder? Nein, das sehe ich nicht so. Weil erstens einmal, also, das ist, es passieren natürlich schlimme Dinge passiert, aber es ist leider, oder Gott sei Dank, nur Einzelfälle. Wenn man bedenkt, wie viele Menschen hierher gekommen sind, ist das einfach Gott sei Dank wenig, ja. Und dass natürlich immer welche dabei sind, die kann man nicht aus, wie soll ich das jetzt sagen, dass irgendwo welche dabei sind, die also durchdrehen oder die vielleicht krank sind, sagen wir so, krank. Ich bezeichne es als krank, ja. Das kannst du nicht vermeiden und das kann man auch nicht rausfiltern. Das kann leider, leider passieren. Aber die Menge, die Leute, die herkommen, sind dankbar und froh, dass sie hier sein dürfen. Die haben sie, ich kenne auch viele, die sich bemüht haben und sich anpassen und hier leben wie wir und auch so leben wollen wie wir. Es gibt ja, kann ja nicht jeder, wir sind viele Leute ja da, weil sie ja sagen, man muss das Lager beenden, man würde gerne ein paar zu sich zu Hause aufnehmen. Natürlich sind das oft Millionen von Menschen, die kann man nicht alle aufnehmen. Ja, Millionen von Menschen, ich meine, es geht jetzt in der, im Moment sind es keine Millionen, sondern es sind einige Tausend, die von verschiedenen Lager verteilt in der Ägäis irgendwo oder sagen wir auch in Bosnien. Hängen ja viele herum, ja. Also Millionen brauchen wir nicht aufnehmen, aber was haben Sie mir jetzt wirklich gefragt? Also, wo hapert es in den Lagern am meisten? Wo sind dort diese menschenunwürdigsten, größtenteils, größten Anzeichen zu sehen? Ja, im Moment sicher in Griechenland, ja. Sicher im Moment auf Lesbos, aber auch in Bosnien, wo man die nicht durchlässt nach Kroatien, dort leiden sich ja auch gut. Das geht jetzt. Und das Schlimme ist, dass das jahrelang schon ist. Ja, und das ändert sich nicht. Man kann die Menschen nicht so behandeln, schlimmer als Tiere. Ich bin ein Tierfeind, ich sage nicht Vieh. Das ist grauenhaft. Das sind Menschen und die sind leider auf der anderen, aber falschen Teil der Erde zur Welt gekommen. Das ist alles, ja. Und haben einfach eine andere, ja. So ist es. Ich habe vielleicht eine Abschlussfrage. Alljährlich in Deutschland findet bei der größten Militärbasis in Deutschland in Ramstein Demonstrationen statt, damit man die Drohnenkriege stoppt, diese Kriege und diese Flüchtlinge verursachen. Bitte nochmal, was? In Deutschland, Ramstein, ja. Das ist die größte Militärbasis in Deutschland. Das ist noch Begriff, ja? Genau. Und da befindet sich die Relaisstation, damit in Amerika die Drohnenflieger fliegen können, weil die Erde ist ja rund. Ja, und was hat das jetzt mit den Flüchtlingen? Weil die meisten Flüchtlinge entstehen durch die Drohnenkriege. Weil zum Beispiel eben diese Städte, die Häuser zerbombt werden, das machen ja keine großen Bomberflugzeuge mehr, sondern Drohnenflieger. Aber das ist ja erst in der letzten Zeit so. Ich meine, wenn ich jetzt zurückdenke, wie lange das schon mit Syrien geht. Das läuft seit 7, 8 Jahren ja, so. Das waren keine Drohnenkriege damals, das war ein bisschen anders. Also ich spreche jetzt von Syrien. Ja, auch da. Ja, aber zum Teil auch, aber Drohnenkriege, muss ich sagen, da kenne ich mir zu wenig aus. Ja, das sind jetzt die Hauptkriegsursachen dort und im Land. Würden Sie es wichtig finden, sich auch in Ramstein bei Demonstrationen einzufinden, damit die Wurzel des Problems, dass Flüchtlinge generell entstehen müssen, dass sich da mehr Menschen einfinden würden? Haben Sie gewusst, dass es da Demonstrationen gibt? Demonstrationen? In Ramstein, alljährlich gibt es dort. Ich bin dann in Österreich, ich weiß das nicht. Ja. Mhm. Ich meine, ich bin zwar informiert und einigermaßen, was im Fernsehen, was in Deutschland passiert, aber das wusste ich nicht. Ja. Und dass da die Drohnen
Grund sind oder zumindest Menschen, das kann ich jetzt, da kann ich eben dazu sagen. Mhm. Und das, was soll ich da machen? Ich bin da zu wenig, also da. Ja, das sagen leider die Medien auch nicht. Das ist leider ein großes Hauptproblem. Nein, ich meine, dass Drohnen nicht ungefährlich sind und dass ich das also eigentlich nur so nicht besonders begrüße, dass sowas passiert überhaupt, weil ich meine, eine Drohne kann wahnsinnig viel anrichten, ist mir klar. Ja? Es ist nicht nur das so Überwachen, sondern auch mit Raketen bestückt oder so irgendwas, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Mhm. Das finde ich schrecklich. Ja? Das sind aber tausende Drohnenflieger, die was da tagtäglich. Es gibt keine. Jede Stunde wirft eine Drohne eine Bombe ab, täglich. Wo? In Syrien. Also, noch immer. Ja, da muss man das verhindern, aber fragst mich nicht wie. Ich bin kein Politiker, ich finde das schrecklich. Das passiert schon seit über 8 Jahren. Ja. Hast du das gewusst, Schatzi? Nein. Also ich habe im Fernsehen was gesehen. Und über Drohnen, die. Ja, ich bin da, also ich meine, dass die gibt und so, das ist mir schon klar, aber dass das in der Form und in der Größenordnung ist. Ja, Amerika und vor allem die NATO-Bündnisstaaten, die setzen weniger Menschen als Bodentruppen ein und machen seit 8 Jahren generell nur noch Luftangriffe. Was soll ich dazu sagen? Da werden die Menschen davor verschont zu sterben, die Soldaten, ja, und werden durch Drohnen ersetzt. Es ist alles schlimm. Es ist schlimm. Es ist wahrscheinlich, ich kann das nicht beurteilen, es ist wahrscheinlich besser, wenn keine Menschen, keine Soldaten sterben, Menschen und nur die Drohnen, aber dass die Drohnen das brauchen, ist also für mich, dass das überhaupt nicht alles zusammen. Haben Sie noch etwas, was Ihnen auf der Seele brennt, was Sie persönlich noch sagen möchten? Ja, Frieden. Und dass man versucht, also wirklich, wenn man jetzt schon von den Flüchtlingen spricht, dass man den Flüchtlingen hilft und sie nicht als Feinde und als minderwertige Menschen bezeichnet, sondern dass man versucht, mit ihnen zu helfen und vielleicht auch besser integriert, dann könnte alles zusammen bei uns auch besser laufen. Das sind sehr schöne Gedanken. Ja, weil die Integration, da scheitert es nicht nur bei uns in unserem Land, sondern auch in vielen Ländern. Und wir sind da sowieso spitzenmäßig. Leider. Mhm. Ja? Aufgrund unserer Regierung momentan. Ich bedanke mich recht herzlich und wünsche Ihnen noch viel Spaß hier. Danke, gerne.